Du nicht, ich gebe ihm das. Hat vor einem Jahr seine Ausbildung. Nina, schau mal. Ist ja Nervennahrung besorgt. Ich habe uns was Warmes zu trinken gemacht. Perfekt. Ich glaube, es soll ja heute echt ein bisschen kalt werden, ja, ne? Ja, ich habe gerade mal hier so ein bisschen geguckt. Es ist also Weihnachtsvideo, aber ich hoffe nicht, dass unsere Personalwährung sowas macht, oder? Boah, das ist schon peinlich. Ja, und auch immer dieses Kitschige. Wir hatten jetzt neulich im Dienst einen ganz komischen Einsatz. Wir kamen da an. Ja, meinst du, wer der Randalierer war? Da hat sich ein Weihnachtsmann im Glühweinstand wohl ein, zwei Glühwein zu viel getrunken und hat keine Lust mehr dazu gehen. Einfach mal den Weihnachtsmann und einen Streifenwagen eingepackt. Dieses Jahr gibt es keine Geschenke. Ich kann mich an ein Weihnachtsfest erinnern, das wir auf der Wache hatten. Ne, dieser klassische Weihnachtsbaum, der an der Ecke steht, geschmückt. Mhm. Und dann hat jeder was mitgebracht und es war irgendwie die Stimmung, weil wir dann auch schön Weihnachtsmusik gehört haben und so. Es war irgendwie einfach nur nett. Frage. Ja. Wie gut sah euer Weihnachtsbaum aus? Also uns hat immer den Hässlichkeitspreis gewonnen. Ich wusste nicht, wo die den immer aufgetrieben haben. Ja, der sah aus wie eine gerupfte Gans. Ja, der Weihnachtsbaum war in Ordnung, aber ich glaube, die Deko, die wäre... Na, die könnte man mal erneuern. Und dann sind wir früh rausgelöst worden und im Anschluss konnte ich halt auch einfach noch zu meiner Familie, weil die so flexibel gewesen sind, da auf mich gewartet haben. Und dann haben wir auch noch zusammen mit der Familie Weihnachten gefeiert. Ich muss ja sagen, also wenn ich so an Weihnachten denke, ein Einsatz, der ist mir wahnsinnig unter die Haut gegangen und ich kann, also... Dieser Mann ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Das war einfach ein älterer Herr, der hat ein bisschen über einen Durst getrunken, wurde dann durch Restaurantbesitzer auch nach Hause gebracht und aus dem Grund sind wir dann auch gerufen worden. Mhm. Diese Wohnung von ihm, einfach, also Wahnsinn, die war so unaufgeräumt. Auch noch ein Dialysepatient und irgendwann habe ich dann gesagt, sie können hier nicht mehr leben. Wir werden für sie jetzt was finden, wir werden sie unterstützen. Ja, letztendlich hat er dann halt auch so ein bisschen erzählt. Wir haben ihn erstmal mit zur Wache genommen, bis wir dann geschaut haben, wo er unterkommen kann. Und hat er auch gesagt, ja, meine Familie, ich habe eigentlich auch Söhne, die unterstützen mich einfach nicht. Der war da ganz alleine und hat irgendwie so eine lange Zeit da so gelebt. Da kommt was rein. Warte bitte einmal zum Weihnachtsmarkt, Ecke Rathorst, dort Diebstahl mit Täter vor Ort. Ja, wir übernehmen das.